Liebe Leute, hier Pedro Pistola, live aus Uruguay für Crab TV. Das Thema für heute ist Krieg und Frieden. Es ist im Moment irgendwie ein Thema. Ich habe hier ein bisschen rumgelesen und so und habe festgestellt, es gibt ganz viele Leute in der Schweiz, die kriegsmüde sind. Auch in Deutschland, in den Vereinigten Staaten. Niemand will Krieg. Und das haben wir jetzt doch erstaunt. Ausgerechnet, der Schweizer will keinen Krieg. Seit wann will denn der Schweizer keinen Krieg? Also ich meine, wir sind doch das kriegsgeilste Land neben Japan und den Amerikanern auf der Welt. Das versteht mich nicht ganz. Ja gut, also. Vielleicht müssten wir zuerst einmal schauen, was ist überhaupt Krieg und Frieden? Ein guter Kollege von mir, der Mitch, der kennt Basel jeder, hat mal gesagt, Krieg ist, weil gewisse essen mehr. Oder wenn anders gesagt, du hast einen Knochen und zwei Hunde. Wenn beide Hunde den Knochen wollen, hat vielleicht noch ein bisschen Fleisch dran, oder? Dann fangen sie an zu streiten, es gibt Krieg, oder? Bis der eine den Knochen hat und kann essen. Was ist denn Frieden? Ja, Frieden ist ganz einfach. Die beiden Hunde knappern jeder nach einem Ende vom Knochen und teilen den Knochen. Kurz. Krieg ist nichts anderes als ein Handel oder ein Händel um Ressourcen. Heutzutage ist es nicht mehr wirklich ein Knochen bei der Menschheit. Es geht mehr um Petroleum, Lithium und weißt du, Ressourcen, Wasser, Land, Weizen, Getreide, Arbeitskraft und so weiter. Und Frieden ist nur das Teilen von Ressourcen. Wegen dem hat es mich eben total erstaunt, dass ausgerechnet die Schweizer kriegsmüde sind, weil wir brauchen ja relativ viele Ressourcen. Das weiss jeder, der in der Schweiz einmal auf dem Sperrgut gegangen ist. Und man sieht dort neue Velo, die eine kleine Platte hat, fortgeschmissen und so. Das sind ja nicht Ressourcen. Und um die zu haben, brauchst du natürlich Krieg, weil die Ressourcen sind mittlerweile auf der Welt ein bisschen eng. Das heisst, es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, die Politiker machen wieder Krieg. Da kann man sagen, ja gut, das stimmt natürlich schon. Ein Politiker fliegt viel umeinander, so ein bisschen wie ich, und braucht viele Ressourcen. Das heisst, klar, er braucht viele Knochen, braucht natürlich von dem her Krieg. Das stimmt in einem Sinn. Aber eben jetzt zum Beispiel auf 83 Millionen Schwaben gibt es vielleicht 400 Politiker oder 500. Da fallen natürlich die 83 Millionen doch mehr. Also, jetzt einfach abgestellt, ja. Eben, wo sind wir stehen geblieben? Wie gesagt, es gibt zwar vielleicht sind es auch 1000 oder 500 Politiker in Deutschland, die viele Ressourcen brauchen, aber es sind doch auch irgendwie etwa 83 Millionen sonstige Schwaben oder 7 Millionen Schweizer und so, die auch in einem grossen Stil Ressourcen brauchen. Von dem her, wenn jetzt noch nicht Frieden Ressourcen teilen ist und Krieg ist, um sich um Ressourcen zu streiten, dann muss man schon sagen, dass die erste Welt mit Abstand das kriegsgeilste Land ist. Und da zahlt natürlich die Schweizer sind wir sozusagen Top-Liga. Das stört euch jetzt vielleicht, dass ich jetzt im einfachen Volk hier die Kriegsschuld gebe. Ja, das mache ich. Weltweit ist irgendwie die paar Politiker sind nicht relevant im Ressourcenverbrauch, auch wenn die viel rumfliegen. Was relevant ist, ist auf eine Art, die kleinen Leute, die jeden Tag doch sehr viel Ressourcen verbrauchen. Ja, ist egal. Also falls die jetzt doch kriegsmüde sind und denken, ja, ich will jetzt doch nicht alle Schuld den Politiker geben, sondern mal selber ein bisschen schauen, wie mache ich denn Frieden? Das ist recht einfach, das kannst du machen, wenn du mit dem Hund spazieren gehst. Wenn du zum Beispiel eine Alu-Dose siehst am Strassenrand, dann liess ich die auf und tust das ins Recycling. Und wieso? Ihr wisst ja, Aluminium kommt in der Natur als Bauxit vor. Um dann Aluminium daraus zu machen, brauchst du pro Kilo etwa 14'000 Kilowattstunden. Das heisst, in einer Büchse hat es etwa 250 Wattstunden Energie drin.
Wenn die einfach in der Natur liegt, dann sind die Ressourcen verloren. Und wenn du das einsammelst, dann sind die Ressourcen gespart und somit ist es ein Schritt mehr zum Frieden. Du kannst auch dein Velo fliegen. Oder denk einfach daran, jedes Mal, wenn du etwas Neues kaufst, wenn du etwas nicht recycelst, machst du Krieg. Und gerade jetzt, an Weihnachten, wo alle sind, Weihnachten ist die Zeit vom Frieden. Und dann kaufen sie, weiss der Google, wie viele Geschenke und machen eigentlich Krieg. Das ist also schon ein bisschen eine komische Ansichtsweise. Ja. Dann schenken sie Sachen im Frieden und machen Krieg. Aber ja, lassen wir es so. Was wollte ich noch sagen? Hello everybody, here is Pedro Pistola, international war expert for war games, international war games. I made my expertise, I learned everything in the Westsahara by the Swiss medical troops im Polisario-Konflikt. Also ich bin gut geschätzter Expert, Militärexpert. Und ich kann sagen, die Kapitulation ist eigentlich gemacht. Die Alliierten haben den Krieg gewonnen. Die Alliierten ist wie damals Russland und Amerika. Haben diesmal wieder mal zusammengespannt und haben Europa, hauptsächlich natürlich Deutschland, überfallen. Deutschland hat bereits Reparationszahlungen gemacht. Also die haben ihre gesamte Wirtschaft eigentlich nach USA verlegt. Und die Russen haben natürlich über einen höheren Ölpreis und so sich gesund gestossen. So. Also ein neuer Krieg, den gewonnen haben, die Alliierten, sozusagen Siegeszug durch Europa. Bald gibt es eine Parade am Arc de Triomphe. Und ja, der Krieg ist wieder mal relativ unblutig, bis auf die Ukrainer. Die hat man müssen opfern, aber in Europa hat man jetzt diesmal ohne Flächenbombardement und ohne Feuerteppich in Nürnberg und so, hat man es also geschafft, ganz Europa auszurauben. Und yeah, Gringos, we're still the Imperium, also wir sind immer noch das Imperium. Und tschüss zusammen, der Krieg ist gewonnen, Europa ist am Arsch, tschüss. Und danke Russen, wir haben wieder mal zusammen geschafft, nachher sind wir wieder finden. Aber es ist immer gut mit euch zusammen zu arbeiten, etwas kann man immer überfallen. Ciao! Hallo amigo, Pedro Pistola, wir haben eine Frage. Wie haben Sie denn jetzt, wie sind Sie überhaupt Militärexperte geworden? Also ich bin Militärexperte geworden auf meinen Afrika-Reisen. Ich bin vor etwa 25, vor 30 Jahren in die Westsahara gereist und dort habe ich mich dann getroffen mit der Schweizer UNO-Truppe. Ich habe die getroffen, weil unser Hund ist gebissen worden von einer Schlange und ist einigermaßen der einzige Patient gewesen, wo dann noch Swiss Medical Troops behandelt haben. Also sie haben noch einen, der den anbrochen hat, weil ein Helikopter irgendwie reparieren, sich etwas zugestoßen ist und so. Aber dort habe ich noch meine ersten Erfahrungen gemacht mit internationalem Militär. Das heisst, die Schweizer haben dort Medical Troops abgeschickt, nur um den Hund von mir von einer Schlange bis zu retten. Was ein bisschen abstrus ist, aber eben so ist halt weltweite Politik so. Das tut mich absolut auszeichnen als erstklassiger Experte. Vielen Dank, dass ihr meine Statements hört. For Crap TV! Habe ich das richtig verstanden? Sie haben jetzt gerade gesagt, dass die Russen und die Amerikaner zusammen Europa angegriffen haben. Bei uns in der Zeitung steht, dass die Russen gegen die Ukrainer Krieg führen. Wie kommen Sie überhaupt auf die Einschätzung oder so? Ja, es gibt ja das Sprichwort «Chi bono», also «Wem nützt es?», kann man auch sagen «Wer verliert?». Es ist ganz eindeutig, wer hat verloren den Krieg, ist Deutschland. Also Deutschland kann nicht mehr heizen. Hat ihre ganze Wirtschaft verloren, ist ja ein hochindustrialisiertes Land gewesen. Während Amerika hat ihre ganze Industrie an China verloren. Jetzt haben sie das wieder rückgängig gemacht, indem sie einfach die Industrie von Europa sich geholt haben und haben noch nicht zusammengeschafft mit den Russen. Man muss sagen, es war eine Zusammenarbeit, die ein bisschen unter verdecktem Schild gelaufen ist. Oder so. Also man hat
nicht so böse Polizist, lieber Polizist gespielt. Und ja, aber es ist ganz klar, wer ist der Gewinner, wer ist der Verlierer? Gewonnen hat USA und USSR, nein, Russland mittlerweile, und wer hat verloren? Europa. Die Schweiz ist halt im Zentrum, wie immer, einigermaßen gut weggekommen. Crap! TV! Hier ist Crap TV. Immer die besten falschen Propheten, die neueste Militärexpertise. Schauen Sie Crap TV. Wir haben den grössten Shit. Wir sind besser als der Blick, besser als 20 Minuten. Wir erzählen die besten falschen Prognosen. Wir haben auch schon damals prophezeit, dass mit dem Sturm auf Kapitol Amerika zusammenbricht. Es ist nicht passiert. Schauen Crap TV forever. Der Nachrichtenkanal für Crap TV. Immer Crap TV. Crap TV!